Fertig. Was gibt es denn? Ein Reisegewand. Naja. Nicht so schlimm. Ich würde sagen, dann gehen wir mal den Beutel hier dran. Nehmen den Käse. Nehmen das Ding und machen noch eine Ritze. Eine Rutsche. Käse, Käse, Käse. Okay, nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Da fällt mir noch nichts ein. Am besten ist, wenn ich mir wirklich gucke, ob ich irgendwo die Rezepte komplett rauskriege. Immer, dass auf der englischen Wiki doch mehr steht darüber. Weil ich werde nicht alle Rezepte finden und es soll auch einige Sachen geben, die man jetzt gar nicht findet, nur durch Kombination von paar Items wie jetzt den goldenen Gebetskranz, den wir erhalten haben, weil hätten wir den verkauft, hätten wir diese heilige Lanze gar nicht mehr machen können. Und wäre natürlich auch blöd gewesen, dass wir halt so eine gute Waffe verschwenden. So. Und Tag, jetzt muss ich Geld ausgeben, dass ich hier bis zum Abend ausruhen kann. Na, Frechheit. Bum, bum, bum. Ja, raus. Und jetzt sollte doch der König. Der König da oben sitzen. So. Hässlicher Teppich, will ich nur sagen. Hässlicher Teppich haben sie da. So, das müsste jetzt hier sein. Genau. Hallo. Kriegen wir vielleicht noch einen Ausblick von oben? Ah, wir kommen rein. Top. Aber hier gibt es doch nichts zu finden. Ne. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir weiter? Da hier auch sonst niemand ist, nur hier er. Ohne dich sind meine Kronen. Auch kein, ne? Der hat auch keine Antwort. Gehen wir noch mal eine Etage runter. Ah. Sie ist auch da. Guten Tag. Did you meet with His Majesty in the Royal? I must explain. The king is refusing to speak with anyone at present. You see, he's never been quite the same since Queen Sasha died. If only it were possible to meet with those who've passed away. What would me? You know, my grandmother used to tell me lots of stuff. I'm sure there was one about a way to make any wish come true. No, it's not. I'm sure she'd be happy to tell me if I went to see her, but I'm so busy with work here at the castle. I'm afraid I must ask you a favor. I'd like you to go and see my grandmother. She lives in a house west of here, next to the bridge. Could you ask her to tell you the old story about how to make wishes come? Maybe it's just a fairy tale, but there's any chance it might be true. I wish I could go and ask her myself, but there's so many. I'm really counting on your help. Lebt westlich von Oscar.
einem Haus, okay. Westlich von hier. Da haben wir doch unsere nächste Quest. Zu ihrer Großmutter reisen. Ach, Großmutterchen, was hast du denn für große Augen? Damit ich die besser sehen kann. So. Okay, das heißt westlich ist mein Schrauber. Man sollte nicht so viel aufnehmen. Auch schon wieder. Da haben wir hinter uns auch schon wieder ein paar. Also zwei Stunden haben wir auch schon wieder. Hinterher, da sind wir nicht viel geschaffen. So, dann gehen wir hier runter und jetzt einfach nur westlich laufen. Da soll ein Häuschen näher der Brücke sein. Ah. Magnificent! What a beautiful maid! Worrying about a faithful retainer like her is a most very well. Now this is an order. I want you. I beg your pardon? A detour? Well, if you get onto it quickly, it will... Off we go! We must lend a hand to this delightful maid of your... War doch irgendwie wieder klar, dass er sich wieder freut. Westlich. Das heißt, wir gehen hier am besten... Und frag ich denn noch? Mal so, mal von vorne und dann machen wir mit Jessica die Gruppe vorne platt. Und mit ihm machen wir, weiß ich nicht, gucken. Was noch übrig bleibt, würde ich sagen. Gute Nacht, einer schon eingenickt. Top. So, dann machen wir mal. Ah, Heilung auf Jessica. Jessica hat im Gepäck den Zauberstab, den benutzen wir auf ihn. Und dann machen wir ihn gleich kalt mit. 13. Geht ganz gut. Da müssen wir gleich heilen, wenn wir wieder im Menü sind. Okay, er ist aufge... Oh ne, stopp. Vielleicht können wir mit Zauber gehen nochmal die... Ja, ich hab da Zauber, also macht er direkt, okay. Tab. Gar nicht unbewusst, direkt drauf. So, mit gehen läuft es ganz super. Finde ich eigentlich. Jetzt wollte ich rübergehen, Heilung und zwar auf Angelo. So, westlich lang. Das war klar, dann müssen wir hier halt mal außen rum gehen. Oh, warte mal, das ist eine Kuh. Oh nein, Mumien. Da fangen wir mal, machen wir mal mittig. Ganz, ganz ungenial. Dann machen wir mal gehen. Und hier machen wir mal Stärkung auf Jessica. Oh, alle eingeschlafen, super. Okay, der ist wieder wach, das heißt, er ist eigentlich... Na ne. Er ist der Erste dran, den wir eigentlich erledigen sollten. Machen wir Zauber noch. Ich hatte einen Knack. Knister. Was ist denn Ding-Dong? Halt, schlafen, nehmen bei allen Gruppen. Okay, machen wir noch Säusel. Natürlich könnten jetzt alle wieder aufwachen. Tun sie aber nicht. Na gut, wenn C wieder aufgewacht ist, macht das uns nichts aus. Ich würde sagen, wir machen unser Gepäckstück, wir machen A fertig und der macht D fertig. Dann sollte es eigentlich gleich fertig sein. Ah, D wacht auf. Gut, das heißt, ein einfaches Spielchen durchklicken und dann alle macht auf ein. Schnell Spiel erlaubt. Din, din, dille, din, din. Eine Kuh, eine Kuh, eine Kuh, eine Kuh, eine Kuh, eine Kuh. Eine Flasche Milch. Chemiekessel. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, was war es denn? Was war es denn? War das jetzt das Lapppulver mit dem Käse? Ach, mit der Milch oder wie? Hm.
war das denn jetzt? Wir probieren es einfach aus. Das ist eigentlich die sinnvollste Sache. Ah ne, wir können nicht zurückgehen. Da muss das Kreis sein. Nein, ich will nicht zurück. Rezepte. Unvollständige Rezepte. Gewöhnlicher Käse. Ja. Sollten wir eigentlich haben. Milch. Slapulver. Starten. Ja, rein damit. Hopp. Hab ich gar nicht dran gedacht, dass das fest ja durchguckt gönnen. Da können wir nochmal hier dran. Okay, müssen wir uns eine neue Kuh finden. Ah, lässt sie nicht lange auf sich warten, die Kuh. Vielleicht können wir die Milch noch für später benutzen. Oh. Ein Knutscher. Ich würde sagen, da ich nicht weiß, was die haben. Machen wir das erstmal so, dann machen wir den Zauber. Gehen auf die Gruppe. Und Säusel auch gleich mit drauf. Ich weiß nicht, was die Gruppe macht. Oh, die schlafen noch nicht mal ein. Ah, der ist eingenickt. Wie sieht der denn aus?